Da bist du so verkrampft, weißt du, ja, so liegst die Füße auf, du musst da die Füße bis da herhalten, damit er wirklich gut reinkommt. Du liegst dort, du genierst dich natürlich. Ich will nicht, dass Leute, die glauben, ich habe jetzt wen umgebracht oder derartiges, mit dem Finger auf mich zeigen oder so. Es ist wirklich ein Gefühl, dass man das nicht nach außen tragen will, weil eben diese möglichen Sanktionen da sein könnten. Wenn man sich ansieht, was war der Hintergrund für die Schaffung der Constitutio Criminalis Theresiana, das war bei Maria Theresia nicht der Versuch, eine Strafrechtsreform im Sinne der Aufklärung zu bewirken, sondern ihr Ziel war, eine Straf- und Strafprozessrechtsordnung für alle ihre Länder zu schaffen. Daher Übernahme der bestehenden Bestimmungen, und die sahen für die Abtreibung, die Todesstrafe, in der Regel in Form der Schwertstrafe vor. Wenn man historisch sich das anschaut, dann haben die Mächtigen immer versucht, die Menschen zu bevormunden. Und man kann sagen, dass vom Kaiser über den Führer bis zur Rentenversicherung heute immer dieser Druck, der auf die Menschen ausgeübt wurde, möglichst viele Kinder zu bekommen für die Gesellschaft, für das angebliche Wohl der Gesellschaft. In den Ort, da war ein großer Bauer, also ein sehr frommer Bauer, ein christliches Haus, wie man gesagt hat. Und die haben eh 6 oder 7 Kinder schon gehabt. Und jetzt, wenn halt die Frau schwanger war und der Mann nicht zu ihr gehen konnte, dann ist er halt zur Magd gegangen. Das ist ja von den Frauen vor allem überhaupt verlangt worden, das Opfer bringen. Mit denen hat man sich den Himmel verdient. Ich bin dann draufgekommen, dass die häufigste Methode das Sprengen der Fruchtblase ist. Und da haben die Frauen dann eben warten müssen, bis man das sicher tun konnte. Und da war die Schwangerschaft schon relativ groß. Und dann hat eben entweder eine Hilfsperson, und manche Frauen haben es sogar selber gemacht, haben sie die Blase gesprengt mit einer Stricknadel, die berühmte Stricknadelmethode. Diese Qual durchmachen, diesen Schmerz und diese, ich habe gesagt, Erniedrigung, dass man das Frauen zugemutet hat, finde ich im Nachhinein, damals war es für mich der einzige Ausweg, aber im Nachhinein habe ich nur ein Wort, das ist Niedertracht. Sowas macht mir Angst, also es macht mir deswegen Angst, weil ich mir vorstellen kann, dass das in 20 Jahren oder 25 Jahren wieder so sein könnte, wenn die Gesellschaft einfach sich nicht weiterentwickelt.